heute im Test das Sigma 150 bis 600 mm aus der Contemporary, also C-Linie. Verdammt, ja gar nicht mal so schweres Ding, aber ziemlich geil. Seid mal gespannt, was es drauf hat und auch wie es sich schlägt gegenüber der Sportsversion. Starten wir erstmal mit dem Thema Designverarbeitung und was es wieder alles an tollen Extras gibt. Fangen wir oben an mit dem Schalter Autofokus, Manuell Fokus und Manual Override. Das heißt, ihr könnt auch, selbst wenn ihr den Autofokus aktiviert habt, natürlich immer manuell noch nachregeln. Die Besonderheit beim Manual Override ist aber, wenn ihr einmal in den Autofokus eingreift, schaltet sich der Autofokus so lange ab, bis ihr das nächste Mal wieder den Auslöser andrückt. Ganz coole Sache, da kämpft man sozusagen nicht immer gegen den Autofokus an. Autofokus Limiter, ich denke mal, das muss ich den meisten nicht erklären, die sich für so ein Objektiv hier interessieren werden. Könnt ihr den vollen Bereich, ihr habt 10 Meter bis unendlich und 2,8 Meter bis 10 Meter, also nur den Makrobereich, einfach damit der Autofokus nicht über so weite Strecken fahren muss. Dann Bildstabilisator haben wir natürlich einmal aus, einmal den normalen Modus 1 und dann einmal noch so ein Custom Modi 2. Da geht er halt nur für Mitzieheraufnahmen immer in der Achse mit, in der ihr nicht gerade bewusst schwenkt. Also stelle ich mal wieder zurück. Und ihr habt hier noch direkt Custom-Funktionen C1, C2. Da könnt ihr dann wieder in der Sigma-eigenen Software zusammen mit dem USB-Dock noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel eben zum Autofokus und Bildstabilisator. Blende ich euch hier noch ein bisschen was ein. Sonst noch mal sehr detailliert erklärt in der Review zur Sports-Version. Da hat sich soweit eigentlich nichts verändert. Hier dann noch der Lockschalter. Natürlich ganz klar, wenn ihr bei 150 mm seid, ist das euer Transport-Lock. Ihr könnt allerdings auch wieder auf jeder der einmarkierten Dinge gehen, sag ich mal 200 mm, dann ist es halt soweit erstmal gelockt, aber ihr könnt wieder mit einem beherzten Dreh das auch wieder lösen. Also wieder so ein halber Lockschalter, fand ich ja auch schon bei der Sports-Version sehr cool. Bin ich auch froh, dass es hier wieder reingebracht haben. Sonst in Sachen Bedienung habt ihr natürlich hier den sehr, sehr ausgedehnten Zoomring. Hier hinten einen relativ kleinen Fokusring. Guter Widerstand, das finde ich soweit gut. Er ist halt wirklich sehr, sehr klein. Ob das jetzt von Vor- oder Nachteil ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, im Winter, wenn man nur Handschuhe anhat, könnte es etwas klein sein. Aber so ist es nicht so ein ganz großes Manko wie bei den anderen C-Objektiven von Sigma. Denn hier ist wenigstens diese Riffelung durchgehend. Also egal, wo man hingreift, man hat einfach immer ein bisschen was Gummiertes dran. Geht, finde ich. Kommen wir nun zum wahrscheinlich wichtigsten Thema, zumindest meiner Ansicht nach, und das ist die Bildqualität vom Sigma 150-600mm C. Es ist gut, es ist verdammt gut. Gerade vielleicht Käufer oder Interessenten der Sports-Version wird es natürlich nicht interessieren. Auch wenn ihr hier bei 400-500-600mm arbeitet, es ist selbst bei Offenblende schon scharf und wenn ihr minimal abblendet, das heißt so Blende 7.1, Blende 8, ist es wirklich zum Beispiel hier an der 5D3 auf den Pixel gestochen scharf, was ihr da rausbekommt. Also ich habe in Sachen Bildqualität keine echten Unterschiede zur Sports-Version gesehen. Das Einzige, was ein bisschen auffällt und was wirklich vielleicht minimal schlechter ist als bei der Sports-Version, wenn ihr im Makro, Pseudo-Makro arbeitet, ihr habt relativ stark mit chromatischer Aberration zu kämpfen. Das ist nicht ganz so schön. Da sind also im Nahbereich definitiv nicht die Stärken vom Sigma 150-600 Contemporary. Da würde ich mir eher die Sports-Version oder irgendwas anderes holen. Aber mal ganz ehrlich, wer kauft sich schon so ein Objektiv, um damit Makroaufnahmen oder Pseudo-Makroaufnahmen zu machen? Natürlich die wenigsten. In der Regel geht es doch schon irgendwie um weitere Entfernung. Und da ist es mit der chromatischen Aberration kein Problem. Weiteres wichtiges Thema natürlich beim Telezoom, das ist einmal der Autofokus und einmal der Bildstabilisator. Auch wenn es technisch gesehen keine Dokumentation gibt, ob es hier irgendwelche Unterschiede gibt zwischen den beiden Objektiven, mein persönliches Empfinden ist, dass der Autofokus nicht ganz so schnell ist wie bei der Sports-Version, aber das ist wirklich minimal und hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Kamera ab, die ihr da dran verwendet. Aber zumindest ich hatte das Gefühl, gerade wenn man wirklich über die komplette Strecke geht, kann es schon mal eine Dreiviertelsekunde, Sekunde dauern, bis das Objektiv wirklich durchgesucht hat, wo es hingehen soll. Alternativ habt ihr natürlich immer den Fokuslimiter, gerade wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will jetzt wirklich nur Fernobjekte fokussieren, da könnt ihr das ja einstellen oder natürlich alternativ über die Software auch noch Limits angeben, in welchem Bereich der Autofokus dann überhaupt arbeiten soll. Die Bildstabilisierung wiederum funktioniert eigentlich gut und ich würde sagen, eigentlich genauso gut wie in der Sports-Version. Natürlich habt ihr das Problem, gerade wenn ihr jetzt wirklich bei 400, 500, 600 mm arbeitet, ihr bekommt da keine effektiven 4 Blendenstufen Stabilisierung oder irgend sowas raus. Ich würde sagen, grob 3 bis 4 Mal länger als ohne Stabilisator kann man durchaus fotografieren, aber ihr müsst natürlich wirklich ein bisschen trainieren, was Atmung angeht, aber auch, ich sag mal, ein bisschen Muskeltraining kann wahrscheinlich nicht schaden, denn es ist
halt in der Kombination zum Beispiel so bei groben 2,5, fast 3 Kilogramm. Und wenn man das wirklich länger in der Hand hat, das hält man irgendwann nicht mehr stabil, ohne zumindest ein bisschen zu zittern. Und das macht natürlich auch schon wieder viel aus. Wenn man sich interessiert für ein 150 bis 600 mm super Telezoom-Objektiv, sollte man sich eher die Contemporary, also C-Version, holen oder doch eher die Sports-Version, zumindest wenn es um das Sigma-Modell geht. Ich persönlich würde ganz, ganz klar zu der C-Version tendieren. Punkt 1, sie ist leichter, knapp ein Kilogramm, also sie wiegt insgesamt so grob 1,9 bis 2 Kilo, je nachdem, ob mit oder ohne Gegenlichtblende. Das Einzige, was sie von der Verarbeitung her schlechter macht, das ist einmal hier die Stativschelle. Die hat nicht diesen alle 90 Grad Einrastmodus, also gerade wenn ihr zum Beispiel einen Hochkantbetrieb fotografieren wollt, rastet sie nicht ein in der Position. Wirkt auch generell ein bisschen billiger als bei der Sports-Variante und es ist nicht Staub- und Spritzwasser geschützt, also für ganz harsche Bedingungen außen auch nicht so gut geeignet. Aber sonst in Sachen Bildqualität, Autofokus, Bildstabilisierung wirklich so ziemlich auf einem Level mit der Sports-Version. Und darauf kommt es ja für mich primär an. Ich will, dass es halt wirklich verdammt knackscharfe Bilder liefert, auch vor allem bei hohen Brennwerten, also bei 600 mm. Und da ist es wirklich verdammt gut. Ich würde so sagen, fast noch einen Touch besser als die Sports-Version, vielleicht sogar. Hängt vielleicht ein bisschen von der Seriensteuerung ab. Vollkommen egal, auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr gutes Objektiv. Preispunkt aktuell grob 1200 Euro und dafür wirklich kann ich es nur jedem ans Herz legen. Jetzt noch meine Frage an euch. Wollt ihr noch ein Duell sehen mit dem 150-600mm von Tamron? Das gerne unten in die Videobeschreibung rein oder in die Kommentare natürlich. Oder lasst alternativ einfach einen Daumen nach oben da. Ist eigentlich genauso gut. Sonst findet ihr hier nochmal drin die Review zum Sportmodell als auch hier zum Tamron alleine. Ja, das war's von mir. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Bis dahin.